Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Reaper von Brockhoff, eine Neuheit für Silvester 2016-2017. Ja, das ist eine 12er Schachtel und wir haben hier eine NEM pro Stück von 0,5 Gramm, also einen halben Gramm, und 12 Stück haben dann 6 Gramm NEM. Machen wir sie einfach mal auf und schauen mal kurz rein in das Ganze. Ja, so sehen sie dann letzten Endes aus. Schönes Design, finde ich. Auch hier hinten wieder so zugetrieben mit dem Papier, vorne wieder zugebunden dann. Echt schön. Und macht halt doch was her und ist nicht wie die ganzen anderen Böller. Ist halt was Besonderes, finde ich. Vom Design her zumindest schon mal. Vom Knall her müssen wir schauen. Und das tun wir jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test der Reaper von Brockhoff. So, die Reaper von Brockhoff. Schauen wir mal. Sind nicht sonderlich groß. Vom Design her durchaus ansprechend. Wir zünden einfach mal 3 Stück. Ja, der Knall ist ganz okay, würde ich sagen. Das ist mal etwas näher. Ja. Der Knall ist jetzt nicht übermäßig laut, finde ich, aber da ist schon Druck dahinter und für zwischendurch, für die Abwechslung ist es auf jeden Fall was. Ist eine schöne Neuheit.